denkt man an Südtirol. Tauchen vor dem inneren Auge Bilder auf. Eines davon zeigt mit Sicherheit die drei Zinnen. Denn die markante Berggruppe findet sich seit dem Aufkommen des Tourismus auf unzähligen Ansichtskarten, Werbebildern oder Kalendern und wurde zu dem Symbol für die Dolomiten. Eine der längsten, aber attraktivsten Routen geht von Sechsten Moos über die Talschlusshütte und das Fischleintal hinauf zum Dreizinnenhaus. Von dort aus ergibt sich dann die weltberühmte Ansicht auf die Dreizinnen und den links daneben stehenden, geschichtsträchtigen Gipfel des Paternkofels. Die drei Felstürme im Hochpustertal sind begehrte, weil schwierige Gipfelziele für Kletterer. Doch das Dreizinnen-Erlebnis kann man auch einfacher haben. Eine besonders beliebte Wanderroute führt nämlich um sie herum.